Schenken ist dann halt scheiße. Wenn schon Unterwäsche, bloß keine weiße. Und hast du Mütze, Handschuhe, Schal, ja dann fehlt nur noch die Krawatte für den Mann. Mann, ja, also ich mag ja auch sehr gerne selbstgemachtes Essen. Na ja, ich hab Hunger. Olli, was hast du jetzt nicht verstanden? Jetzt machen wir es uns erstmal gemütlich. Ja, ist ja okay, aber ich habe Hunger! Fahre mal! Was? Geht das auch eine Oktave leiser? Immer dieses Gebrülle. Nie geht's auch nur ein bisschen leise. Und das nicht nur zur Weihnachtszeit. Nein, das ganze Jahr über. Stress, Hektik. Und ständig quatscht dich irgendjemand zu. Das wird ein super guter Mann, was wird der lecker auf den Flammen haben? Wird jeder abfahren, super duper guter Plan. Super guter Mann, was wird der lecker auf den Flammen haben? Wird jeder abfahren. Super duper guter Plan. Der Weihnachtsmann ist mir seitdem so völlig scheißegal. Ja, so eine lange Wartezeit, das mach ich nicht nochmal. Den nächsten lass ich nicht mehr gehen. Der nächste, der bleibt hier. Den fang ich mit nem Lasso ein und ner Kiste Bier. Ich will den Cowboy als Mann. Ich will den Cowboy als Mann. Und dem kommt's auch nicht auf die Jahreszeit an. Und ich weiß, ich kenn ein Kloster, da ist grad ein Zimmer frei geworden. Da würde ich gern mal mit dir hinfahren, denn das ist ein Schweigeorden. Und im Supermarkt kaufe ich für sie anstelle von normalem Sprudelwasser immer nur noch stille Quelle. Ich kauf ihr eine DVD, das Schweigen der Lämmer.
Wir sitzen auf dem Kanapee, sie redet und ich dämmer. Ich weiß selbst nicht genau, warum ich mich nie zu sagen trau. Leise, sei mal leise. Bitte, bitte halt die Klappe, schenk mir einmal eine knappe halbe Stunde nur mit Schweigen. Dann wär mein Himmel voller Geigen. Du bist die Frau, die ich will, aber gibst dich auch in Still. Matze, da hält sich mein Mitleid jetzt in Grenzen. Vor allem die ganzen Kalorien, die du dir so reinziehst. Sie kennt die Kalorienregeln zu Weihnachten nicht. Die vier Grundregeln. Ja, ja. Regel Nummer 1. Wenn du zu Weihnachten etwas isst und keiner sieht es, dann hat es auch keine Kalorien. Genau. Und Regel Nummer 2. Nimmst du etwas aus medizinischen Gründen zu dir, zum Beispiel Glühwein, ne? Dann zählt das sowieso nie. Regel Nummer 3. Lebensmittel mit derselben Farbe haben auch immer denselben Kaloriengehalt. Ein Beispiel? Also Tomaten und Erdbeerkonfitüre und Steinpilze und Schokolade. Ja, und Regel Nummer 4. Je mehr du deine Gäste mästest, umso schlanker kommst du selbst daher. Wie bin ich bloß auf die blöde Idee gekommen? Meine Fantasie ist zu weit rausgeschwommen. Mag sein, dass das gesund ist und vielleicht liegt das im Trend. Doch ich werde nie mehr fasten, immer Tvett. Matze! Weihnachten steht vor der Tür. Was? Weihnachten steht vor der Tür? Du liebe Güte, wenn ich das schon höre. Weihnachten steht vor... Jedes Jahr im Dezember das gleiche Theater. Weihnachten steht vor der Tür. Du lieber Himmel, lass es draußen stehen und tu, als sei es gewesen. Sonst machst du auch nicht jedem Arsch auf. Ob nun Steuerfahndung, GEZ, Zeugen Jehovas... Da bleibt die Tür zu und dann schreist eine Ulrike. Ja, richtig. Und kaum steht der runkelnasige Fettsack mit der Eichsackkarre vor der Tür, da machst du auf und jeden Mist mit. Ja, und du? Was machst du? Du machst dir wieder Lichterketten um die Klobrille. Tannenzapfen um die Unterhose. Und dann schmeißt du dir Zimt in deinen Doppelkorn. Das ist doch bescheuert. Richtig. Was? Und du? Was machst du? Du schmückst diese komischen Beerdigungskränze. Ja, und jede Woche machst du ein Kerzchen an, statt einfach das Licht anzuknipsen. Komm mit uns ins Weihnachtswunderland, auf eure eigene Weise. Komm mit uns ins Weihnachtswunderland, der Eintritt kostet den Verstand. Komm mit uns ins Weihnachtswunderland, mit uns auf der Elbe. Den Weihnachtsstress liegen wir warm daran vorbei. Stürz dich einfach mit ins Vergnügen, hab ein, hab Spaß dabei. Lass doch mal den Weihnachtsstress liegen wir warm daran vorbei. Stürz dich einfach mit ins Vergnügen, hab ein, hab Spaß dabei. Stürz dich einfach mit ins Vergnügen, hab ein, hab Spaß dabei!